Das erwähnt sie auch kurz, die dann in Uniform dort saßen und oft als Amputierte mit einem Bein oder einem Arm und so weiter oder verbundenen Kopf saßen und Wagner gehört haben. Also ein Publikum, das auf seltsame Weise durch, nicht nur kriegerisch war, sondern durch viele Schichten ging. Also nicht nur Industrielle und Opernfreaks betraf, sondern eben durch viele auch existenziell geforderte Menschen. Also wenn man heute Bilder von dem Dritten Reich mit Wagner-Musik unterlegt, ich tue es nicht, aber dann ist man natürlich schon bis zum Erbrechen leider auch da richtig drauf, nicht? Es passt zusammen. Es passt so sehr zusammen, dass ich es nicht mehr machen würde. Ich würde das nie so machen. Aber für die billigen Lösungen kann man das tun. Man geht immer, man ist es nicht verlogen. Es stimmt zusammen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ändern sich die Ziele. Der Propagandaapparat des Dritten Reiches hat nun die Funktion zu verheimlichen, statt die eigentlichen Ziele der Militärmaschinerie zu enthüllen. Bayreuth wird zur Kultstätte der neuen Nazi-Religion, seine Gralsburg, sein geistiges Schwert, der Ort, wo die Nation ihre Ursprünge wiederentdeckt im musikalischen Erguss wagnerscher Mythologie. Und sogar als die Militärmaschinerie beginnt, Risse zu zeigen, wird in der Ouvertüre von Wagners Meistersinger, dirigiert von Wilhelm Furtwängler und gefilmt in einer eines Berliner Vororts, der besorgten Nation gezeigt, wie unerschüttert das deutsche Volk sich dem Krieg stellt. Dieses Bild ist eigentlich ein Bild des Deliriums, doch eines ruhigen Deliriums, in einem fast völlig zerstörten und chaotischen Berlin. Und hier eine Beethoven-Symphonie, die zur europäischen Hymne geworden ist. Dürfen wir deswegen Beethoven verdammen? Es war nicht er, der die Welt verwüstet hat. Es waren Hitler, Goebbels und ihre Komplizen, das eigene Volk, alle Statisten, die diese Gesellschaft zu einem schlechten Theater gemacht haben. Un théâtre de pacotille. Dès lors qu'il n'y a plus die Diskrepanz zwischen Wort und Tat, die den Juden in der Geschichte der westlichen Welt angelastet wurde, gab es nicht mehr. Es gab nichts mehr, was den Menschen von seinem bösen Geist trennte, einem potenziell mörderischen Geist. Ce qui sépare l'humain de son fantasme, éventuellement de son fantasme meurtrier. Eh bien, Auschwitz wurde zum geistigen Schwert, dem Schwert des Wortes. Das war die Antwort des Westens auf die Judenfrage, den Staat und die Tradition. Wir befinden uns in dieser Situation, wo Worte und Taten ein und dasselbe.
Nous habitons ce renversement-là, où les paroles et les actes, c'est tout un. Dieses Dokument, 1944 in einer Musikschule gefilmt, ist ganz auf die Musik zugeschnitten. Es gibt keinen Kommentar. Die Ausschnitte sind kurz und lösen ein dunkles Empfinden von Angst aus. Die Atmosphäre erinnert an eine Psychiatrieanstalt. Die jungen Musiker sind bereits kleine Soldaten. September 1944. Goebbels ordnet an, dass alle Theater geschlossen werden. Alle Künstler und Leute, die im Kulturbereich arbeiten, werden an die Front geschickt. Ein Opernhaus nach dem anderen wird von den Bomben zerstört. Ich bin der Mann des Schwarzes. Heute beginnen sich weitere Archive zu öffnen und ihr Geheimnis preiszugeben. Es liegt nun an uns, über das bloße Erkennen der Gräuel hinauszugehen und besser zu verstehen, was sich ohne unser Wissen abgespielt hat. So hässlich zu sein.